Angelfreunde, ich möchte euch heute mal Thors Hammer vorstellen. Es ist der absolute Hammer, möchte ich euch mal zeigen. Die Idee war, eine auf unsere Köder abgestimmte Route zu entwickeln, mit einer optimalen Dynamik für unsere Torköder an der Küste. Die technischen Details wird euch später der Felix im Video erzählen. Ihr angelt gerne mit Trautwerkködern, dafür haben wir jetzt Thors Hammer. Ich möchte jetzt an dem Punkt mal auf technische Details und auch so ein bisschen auf das Design eingehen. Design seht ihr selber, klassisches, modernes Design, geteilten Griff, EFA-Material am Griff mit Kork-Applikation. Dann haben wir hier unten unser Logo. Wir haben insgesamt bei allen Applikationen metallisch blau glänzende Aluminium, Endkappen etc. Blaue Wicklungen, Logo habt ihr schon gesehen, Thors Hammer, Öse zum Einhängen des Hakens. Dann haben wir einen Futschi-ähnlichen Griff, von oben zu verschrauben, ohne viel Spiel, lässt sich da wunderbar die Rolle befestigen. Wir haben blau-silber glänzende Aluminium-Applikationen, eigentlich an allen geteilten Stellen. Und jetzt kommen wir mal zu den Ringen. Anders als bei anderen Routen verwenden wir keine Sickringe, sondern wir haben hier Edelstahlringe, die plasmabeschichtet sind. Die geben den Ringen so ein bisschen den Schimmer von Regenbogenfarben, ist mal was ganz anderes. Wobei es dabei aber weniger ums Design ging, sondern ganz einfach um die Anforderungen, die wir an der Küste haben. Ihr wisst alle, wie oft euch eure Routen an der Küste schon mal umgefallen sind. Und die Schäden dadurch sind teilweise erheblich, auch wenn man sie nicht gleich mitbekommt. Ihr habt Haarrisse drin in den Sickringen. Und diese Haarrisse, die schlitzen euch die Schnüre. Vorne hat sich Björn ein ganz tolles Gimmick einfallen lassen. An der Verzapfung vorn hat er mit O-Ringen eine Art Dämpfer eingebaut. Und ihr wisst alle, solche Verzapfungen reiben sich mit der Zeit ein bisschen ein und dann kommt die Rutenspitze immer näher unten ran und verliert so ein bisschen den Halt und über diese Dämpfer wird das dann ausgeglichen. Kurz noch zu den Wicklungen. Da haben wir auch einen Blauanteil drin, aber da ist ein weißer Faden eingearbeitet. Und dieser weiße Faden, der hat die Eigenschaft, dass er sich auflädt durch das Licht. Und ihr habt in der Dämmerung noch eine ganze Zeit lang einen leichten Leuchteffekt dadurch. Ist ein Gimmick, ob man das wirklich braucht, ist eine andere Sache, aber wir fanden es ganz cool. Und das setzt sich natürlich über alle Wicklungen fort, bis ganz oben in die Spitze und dort habt ihr einen ca. 2 cm langen Bereich, der komplett mit dieser Wicklung bearbeitet wurde. Insgesamt also eine technisch sehr stimmig aufgebaute Route. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß am Wasser damit. Und jetzt sagt euch Kai nochmal, was sein Eindruck zur Route ist. Bis dann, danke. Ja, moin, mein Name ist Kai. Und ich muss gestehen, dass diese Route wirklich eine der Routen ist, von der ich absolut begeistert bin. Es ist so, bei dem ganzen Design und bei der ganzen Entwicklung habe ich gesehen, wie Björn seine Leidenschaft reingebracht hat und auch, wie das Ganze gestaltet wurde. Ich habe sie ausprobiert das erste Mal und war sowas von dermaßen begeistert. Was für ein genialer Stock. Gerade mit diesen leichten Ködern. Ihr werdet jetzt alle wissen, die meisten Routen sind vom Prinzip nicht schlecht, aber alle viel zu hart. Diese Route ist eine sehr, sehr gute Route für kleine Köder, für leichte Köder und gerade für die Tor. Diese Torblinker brauchen eine Route, die nicht so steif ist. Sie muss sich vernünftig aufladen und gerade diese leichten Blinker von Björn, diese Torblinker von 5 bis 20 Gramm, lassen sich damit sowas von dermaßen präzise werfen, das glaubt man gar nicht. Ja, auch dann im Drill selber muss ich sagen, dass diese Route gerade im Nahbereich genau das hat, was man eigentlich braucht.
Sie federt die schnellen Fluchten eines Fisches ab und hat aber trotzdem immer noch die Kraft, um den Fisch in den Kescher reinzulanden. Gerade die Leute, die mit diesen leichten Torblinkern angeln, werden begeistert sein. Ja, ich werde mich freuen, diese Route in der nächsten Zeit richtig viel zu fischen, auch aus Extreme zu fischen, auch mal bis an die Grenze der Route ranzugehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Torshammer an der Küste. Jetzt haben wir die ganze Zeit von Torshammer gesprochen und Torshammer ist genau auf unsere Köder abgestimmt und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Das ist der Tor, 6 Gramm, wunderschönes Teil für den Forellensee. Der Tor 11 Gramm, Forellensee und Küste, richtig geil, mein Favorit. Das war ein 15 Gramm Tor. Und sehr schön auch der Loki. Sehr schöner Weitwurfblinker. Zum Loki möchte ich euch noch was sagen. Das ist unser Topseller gewesen in diesem Jahr, gerade im grünen Silber. Fast alle Fische wurden mit diesem gefangen. Petri. Torshammer ist ab sofort in unserem Shop verfügbar.